Es war einmal ein Land, das galt als nazifrei. Es gab eben diesen Mythos, die bösen Nazis sind alle in den Westen gegangen. Die sind vertrieben oder haben bei uns im Gefängnis gesessen und wurden bestraft. Ein Land, dessen Bevölkerung daran glaubte. Wenn wir führende Nazis in Staatsapparat in irgendeiner Weise untergebracht hätten, selbst wenn wir es verschwiegen hätten, ich glaube nicht, dass der Westen nicht mit Triumph den Nachweis erbracht hätte, auch die DDR ist da nicht ganz sauber. Ein Land, das sich auf der richtigen Seite sehen durfte. Antifaschismus war quasi staatstragende Ideologie und das fühlte sich gut an, so als Begriff. Man war gegen das Böse. Das Land war die DDR mit ihrem Antifaschismus und ihren Nazis. Also ich denke, dass die Vergangenheitspolitik der DDR darauf ausgerichtet war, das Dritte Reich gen Westen zu exportieren. Also Auschwitz ist ein Problem der Westdeutschen gewesen, hat ein Historiker mal gesagt. Doch was ist Mythos und was war Realität? Berlin, Hohenschönhausen. Henry Leide von der Stasi-Unterlagenbehörde besichtigt einen ganz besonderen Ort. Dieses ehemalige Wohn- und Fabrikgebäude war zu DDR-Zeiten ein sehr geheimes Archiv. Hier hütete das Ministerium für Staatssicherheit Unterlagen aus der Nazizeit. Benötigt als Waffe im Propagandakampf gegen die Bundesrepublik. Aber auch zur Durchleuchtung von Biografien in der eigenen Bevölkerung. Die Existenz des Archivs war in der Öffentlichkeit völlig unbekannt. Außerhalb des MFS hat bis 1989 niemand davon gewusst. Nach eigenen Angaben hat die Staatssicherheit hier rund 11 Kilometer Originalschriftgut aus der NS-Zeit verwaltet. Hinzu kommen Millionen von Mikrofilmaufnahmen, die Staatssicherheit in befreundeten Ostblockländern abfotografiert hat, in Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn. Beuteakten, die Rote Armee im Zuge der Kriegshandlungen erbeutet hat, sind aus Moskau zurückgekommen, von 1950 bis 1989 faktisch. Die damaligen Mitarbeiter des Nazi-Archivs der Stasi äußern sich heute lieber an einem anderen Ort zu den Aufgaben und Besonderheiten ihrer Arbeit. Am Berliner Gendarmenmarkt residiert die Eulenspiegel Verlagsgruppe, die regelmäßig Bücher ehemaliger Stasi-Chefs veröffentlicht. Dieter Skiba, Oberstleutnant im MFS, war der letzte Leiter der Hauptabteilung 911, die für das Nazi-Archiv zuständig war. Dreharbeiten stimmt er nur zu, wenn ein Bekannter mitfilmen darf. Die Unterlagen aus der Nazi-Zeit waren brisantes Material, das nicht jeder einsehen durfte und das von höchster Stelle kontrolliert wurde. In Kellerräumen hatten wir spezielle Vorgänge, die waren separiert von den übrigen, weil es gab ja auch Vorgänge, die nicht jeder Mitarbeiter sehen sollte. Und in der Regel hat es Milke auf den Tisch gekriegt und hat dann sein Einverstanden oder muss nochmal geprüft werden oder was weiß ich, hat also dann seine Vermerke oben drauf gemacht. Heute lagern die von der Stasi gesammelten Nazi-Dokumente im Bundesarchiv oder der Stasi-Unterlagenbehörde. In der DDR sammelten und bewerteten bis zu 50 Mitarbeiter das Material, das politisches Dynamit sein konnte, in Ost wie West. Die Stasi-Spezialisten erhielten dadurch einen tiefen Blick in die braune Vergangenheit der eigenen Bevölkerung. Doch wurde dieses Wissen konsequent bei der Strafverfolgung von Nazitätern genutzt? Auschwitz, das größte Vernichtungslager der Deutschen. 7000 SS-Leute taten hier ihren Dienst, ob an der Rampe, als Wachmann, Sanitäter oder Schreibkraft. Alle trugen dazu bei, dass die Mordmaschinerie funktionieren konnte.
Vor Gericht verantworten mussten sich in den Augen der Opfer und Hinterbliebenen bis heute jedoch zu wenige. Über 70 Jahre nach Kriegsende wird immer noch gegen Verdächtige wegen Nazi-Verbrechen ermittelt, auch in Ostdeutschland. So wird seit September 2016 in Neubrandenburg gegen den ehemaligen Auschwitz-SS-Sanitäter Hubert Z. verhandelt. Er soll sich wegen Beihilfe zum Mord in über 3000 Fällen verantworten. 2013 ermittelte man auch gegen den emeritierten Professor der Universität Halle, Johannes Adam. In der DDR war er führender Spezialist für Medizinstatistik, im Krieg SS-Wachmann in Auschwitz. Nur aus gesundheitlichen Gründen wurde 2014 das Verfahren gegen ihn eingestellt. Warum konnten diese Männer so lange unbehelligt bleiben? Sind es nur bedauerliche Einzelfälle? Und NS-Täter nicht stets im Westen zu finden? Waren braune Karrieren eine Sache der Bundesrepublik und nicht der nazifreien DDR? Kriegsende 1945. Nichts ist mehr übrig vom Großdeutschen Reich, das 1000 Jahre währen sollte. Tatsächlich dauerte seine Schreckensherrschaft 12 Jahre. Aktiv unterstützt vom übergroßen Teil der Bevölkerung. Die Siegermächte wollen das Volk der Täter so schnell wie möglich umerziehen. Als erstes durch die bewusste Konfrontation mit den schlimmsten Gräueltaten. Und dann sollen Millionen Deutsche auf ihre Mitschuld überprüft werden. In allen Besatzungszonen beginnt die Zeit der Fragebögen und Kommissionen. Wer war wer unterm Hakenkreuz? Und was hatte er damals getan? In den Westzonen konzentrierte sich das ehrgeizige Programm unter Federführung der Amerikaner zunächst vor allem auf die breite Masse der Hitler-Anhänger. Die meisten werden von den sogenannten Spruchkammern aber als Mitläufer und damit als entlastet eingestuft. Bereits Ende der 40er Jahre kippt zudem die Stimmung gegenüber Strafverfolgung und Entnazifizierung. Unter den Vorzeichen des sich anbahnenden Kalten Krieges werden im Westen auch die hochbelasteten Nazis nun meist freigesprochen und aus der Internierung entlassen. In den Westzonen waren natürlich große Defizite zu verzeichnen, gerade was den Elitenaustausch betrifft. Denn der Elitenaustausch ist in gewisser Weise zwar beabsichtigt worden, aber gescheitert. Also insofern kann die Bilanz eigentlich nur lauten, dass die westliche Entnazifizierungspolitik, Strafverfolgungspolitik mangelhaft war und eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte. In der sowjetischen Besatzungszone, der SBZ, gehen die Machthaber bei der Entnazifizierung deutlich rigoroser vor. Der Hauptunterschied zwischen den Westzonen und der SBZ war, dass in der SBZ von Anfang an darauf geachtet wurde, bestimmte Teilbereiche tatsächlich konsequent und irreversibel zu säubern. Die Justiz, Polizei, innere Verwaltung, öffentlicher Dienst, das sind sozusagen aus Sicht der kommunistischen Machthaber strategisch wichtige Bereiche gewesen, die ja auch für die Zwecke der Machteroberung unbedingt für die SED gesichert werden mussten. Auch in der SBZ hat die Bevölkerung bald kein großes Interesse mehr an der jüngsten Vergangenheit. Die frisch gegründete DDR zieht 1950 im sächsischen Waldheim einen symbolischen Schlussstrich. In Schau- und Schnellprozessen werden hier die letzten von den Sowjets wegen angeblicher oder tatsächlicher NS-Verbrechen Internierten verurteilt. Zum Teil zu Unrecht. Später legt die damalige Justizministerin Hilde Benjamin den nun offiziellen Standpunkt der DDR so fest. Auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik wurden alle Nazi- und Kriegsverbrecher, derer wir habhaft werden konnten, ihrer gerechten Strafe zugeführt. Aber was in der Deutschen Demokratischen Republik schon Geschichte ist, ist in der Westdeutschen Bundesrepublik noch aktuelle Aufgabe. Somit gibt es Nazitäter aus der Sicht der DDR also nur noch im kapitalistischen Westen.
Doch schon Anfang der 50er Jahre fällt der Staatssicherheit bei Routineuntersuchungen ein Mann namens Paul Riedel auf. Nach intensiven Recherchen stellt sich heraus, dass er ein fanatischer Nazi war. Als Mitglied von NSDAP und SS hatte der Sachse in den KZs Dachau und Auschwitz gedient. Trotz dieser eindeutig belasteten Vorgeschichte des DDR-Bürgers passiert nichts. Henry Leide von der Stasi-Unterlagenbehörde beschäftigt sich mit eben solchen Fällen und wie die DDR mit Nazis und Kriegsverbrechern umging. Sie haben sich auch keine große Mühe gegeben, haben zum Beispiel nicht mal in der Gedenkstätte Auschwitz angefragt, ob dort Informationen über Paul Riedel vorliegen. Und ich habe bei meinen Recherchen die SS-Personalakte dort gefunden, aus denen der gesamte Werdegang in Auschwitz hervorgeht, dass er zum Beispiel erst in der Abteilung Landwirtschaft gewesen ist und später dann verantwortlich war für die Kommunikation des Lagers mittels Fernschreiber, Funk und so weiter. Und dass wichtige Informationen einfach über seinen Tisch gegangen sein müssen, das Lager und die Vernichtung betreffend. Paul Riedel erhielt in Auschwitz zudem mehrere Beförderungen. Obwohl ihn nach Kriegsende ehemalige Häftlinge mit Aussagen belasten, ordnen die Stasi-Ermittler nicht einmal die Vernehmung des mutmaßlichen Kriegsverbrechers an. Bis zu seinem Tod 1987 lebt der gelernte Bergmann unbehelligt in der Nähe von Zwickau. Würde Paul Riedel heute noch leben, würde er mit Sicherheit vor Gericht stehen. Der Fall Paul Riedel, ein Ausrutscher. In der Bevölkerung wird ein anderes Bild geprägt. Von Kindesbeinen an. Bei den Pionieren, in der Schule, bei der FDJ gilt über allem das Motto: Die dunkle Vergangenheit liegt hinter uns, wir schaffen das Neue, gehen der frohen, friedlichen Zukunft entgegen. Werner Reckziegel, Jahrgang 43, Kriegskind und überzeugter Sozialist bis heute. Er war an dieser Schule bis zur Wiedervereinigung als Staatsbürgerkundelehrer tätig. Ein Fach, das die Schüler auf den Sozialismus einschwören sollte. Für viele eine lästige Pflichtübung. Ich würde heute nicht das Gegenteil von dem lernen, was ich damals gelehrt habe. Aber etwas anderes vielleicht doch. Ich habe durch meine eigene Herkunft und durch meine eigene Geschichte ja viele Gründe gehabt, Antifaschist zu sein. Mein Vater ist 11 Tage vor meiner Geburt in Orjol bei Smolensk gefallen. Verführer, Volk und Vaterland, so stand auf den Totenschein. Und ich habe als Halbwaise miterlebt, dass die DDR gewissermaßen als Vaterland für mich gesorgt hat. Und ich habe aus allem, was ich auch durch meine Großeltern und so gehört habe, den Faschismus nie wieder gewollt. Krieg und Faschismus. Für eine andere Generation steht Guido Weißhahn. Der Psychologe aus Dresden erlebte seine gesamte Schulzeit in der DDR. Als sie zusammenbrach, machte er gerade sein Abitur. Werner Reckziegel war sein Staatsbürgerkundelehrer in der erweiterten Oberschule in Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt. Ich denke, der Versuch, politisch zu bilden und zu erziehen, begann schon zu Kindergartenzeiten. Und so richtig los ging es dann im Zuge der Schulzeit. Das war, da ich Jahrgang 70 bin, quasi staatstragende Ideologie. Und das fühlte sich gut an, so als Begriff. Man war gegen das Böse. Und wenn dann die Frage steht nach einem staatlich angeordneten Antifaschismus, das Wort angeordnet klingt so negativ. Ich wäre froh, wenn mancher Staat heute den Antifaschismus anordnen würde. Die Psychoanalytikerin und Publizistin Annette Simon beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der ostdeutschen Identität und den Wirkungsmechanismen der antifaschistischen Erziehung. Ich glaube, dass der Antifaschismus eine ganz tragende Rolle spielte in der Identität und dass das eine Möglichkeit war, mit der großen Schuld und Scham umzugehen, die natürlich genauso weiter bestand, weil die Menschen, die die DDR aufgebaut haben, waren die gleichen Menschen wie in der Bundesrepublik und hatten sich genauso damit auseinanderzusetzen. Aber es entstand so ein Mythos, wenn wir jetzt so was ganz Neues schaffen, dann können wir uns davon abgrenzen und damit sind wir auf der richtigen Seite.